mir auch so gegangen. Ja, ich brauche Moon, ich habe kein Moon mehr, fix. Ja. Ah, da liegt Glut, da liegt Glut. Nee, bei mir ist das jetzt Gold gewesen. Ja, du kriegst ja vom Levelbereich, was du brauchst. Gute Arbeit, Agent. Sie sind noch bei der Durchsicht, aber die JTF dürfte von den erbeuteten Waffen noch lange zehren. So wird's gemacht. Sie haben diesen LMB-Schwachköpfen mächtig eingeheizt. Machen Sie weiter, dann gehen die unter. Alle anderen sichern die Sir! Da ist eine Kiste, da konnte ich wieder auffüllen. Ist bestätigt. Ist bestätigt. So. Ja, Sir. Sir. Ja, Sir. Jede nicht autorisierte Person in diesem Viertel wird als feindlicher Kommandant gewertet und jetzt brauchst du als nächstes was? Nee, russisches Konsulat haben wir nicht gemacht, wir haben die Generalversammlung gemacht. Weil das russische Konsulat ist halt auch herausfordernd, die Aufgabe. Ja. Ja, das macht nichts, das können wir zu zweit da machen. Max, einen schönen Abend. Was zum Teufel? Ciao. Dann machen wir halt das, was der Campino noch zu tun hat. Ja, eins von beiden. Wenn er nicht kommt, dann machen wir das, was du brauchst. Auch keine Diskussion. Keine Ahnung, was passiert wäre. Oh Mann, da kommen noch der Gegner. Zum Mäusemelden, der am Gegner kommt. Geht das schon wieder los? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich weiß nicht, wer das ist. Der muss viel Geld haben.
Erst einmal kampffreie Zone. Hörst du mich? Das ist schön. Dann hat's den Gens gewichst. Ja, weil er gesagt hat, du hast gestern im Stream gesagt, du würdest gerne spielen. Und wir würden dann dich jetzt hochziehen. Ja, ist auch kein Akt. Ja, ist auch kein Problem. Ja. Ja, kein Akt. Das ist. Ja, hast ja recht. Du hast ja genauso Zeit wie ich. Ja, du kannst dann ja das gleiche Problem haben wie ich, gell? Weil ich hab schon wieder einen Follow-Bot. Ich hab schon wieder einen, ja. Ja. Das ist normal, ja. 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 Kann ich verstehen. Oh, das ist nicht gut. Das ist. Ja, hast recht. Nee. Hast recht. Aha. Aha. Richtig. Richtig. Ja, genau. Genau. Ja, ja, dass das nicht woanders wirst. Ich bin gar nicht drin. Unzuverlässig. Unzuverlässig.
Ja, richtig. Servus, jetzt hat's der Gens noch nicht geschnallt, dass er nicht mehr in der Party ist. Gens hat's noch nicht geschnallt, dass den gewichst hat. Ja, es ist. Ja, das ist korrekt. Nö. Das ist unsere Sache. Genau. Genau. Ja, ich find's halt wirklich komisch, dass ich regelmäßig Besuch bekomme von gewissen Personen und dann kurz danach ist das Bot da. Ich habe gestern 150 gekriegt, heute hab ich 49 bis jetzt gekriegt. Das wird noch eine Zeit lang laufen. Ich habe am 25. habe ich über 1000 bekommen. Es sind die halt. Das kann ich da ganz einfach sagen, was da jetzt das Ziel ist. Das Ziel ist jetzt im Endeffekt das, dass ich habe ja nicht viel Zuschauer. Ja. Und da steht jetzt totale Zuschauer habe ich nicht viel. Total Zuschauer habe ich nicht viel. Und dass ich da also unglaubwürdig erscheine, wenn ich 22.000 Zuschauer habe, aber 10.000 Follower. Stehst? Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Ja, so einfach ist das nicht. Twitch kann es nicht. Ja, klar. Klar. Du hast den Vorteil, wenn du jetzt, sag mal, wenn du dir selber einen Bot setzt. Twitch verlangt, dass du Twitch-Partner wirst oder dass eben, wenn du Partner bist, kannst du Subscriber bekommen, die dann im Monat 5 € bezahlen und dich unterstützen. Und da brauchst du aber 500 Zuschauer regelmäßig. Sprich, du ziehst dich zuerst hoch, du gibst dir viele Zuschauer dann dadurch durch einen Viewer-Bot und du setzt da einen Follow-Bot, dann ziehst du dich hoch mit den Follows, weil dann schaut es ja besser aus, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Follows hast und 500 Zuschauer. Das ist akzeptabel für die meisten Leute, weil die sagen, du hast so viele Follower. Da können auch so viele da sein. Dann musst aber zusätzlich zu dem Viewer-Bot musst du dir noch einen Chatbot besorgen, weil du musst ja auch die Leute im Chat haben. Weil sonst ist er wieder unglaubwürdig. Ja, ich verstehe es auch nicht.